Wir arbeiten schon sehr, sehr lange, sehr intensiv mit Julian zusammen. 10 Jahre als Spieler, dann auch in seiner Rolle als Kapitän und jetzt 6 Jahre als Verbindungstrainer und dann zuletzt auch immer enger im Profibereich als Co-Trainer unterwegs. Und ja, muss einfach sagen, dass die Gespräche so gut waren, wir sie immer weiter intensiviert haben, dass wir dann in der Situation, als Christians finale Entscheidung auch gefallen ist, dann auch schnell reagieren konnten, weil es auch wichtig war für die Gesamtausrichtung, gerade mit Blick auf Neuzugänge, mit Blick aufs Innenleben des Vereins, mit Blick auf die Zusammensetzung des Trainerstabes. Ja, und dann haben wir einfach gespürt, dass das der richtige Schritt ist. Julian hat uns von Beginn an signalisiert, auch als ich erstmal so reingefühlt hatte, ist so ein Schritt in der Nachfolge von Christian, auch zum jetzigen Zeitpunkt, vorstellbar, mit ganz großer Überzeugung begann, in die Gespräche gegangen. Und von dem her sitzen wir hier. Uns fühlt sich richtig gut an, haben eine große Vorfreude dann auf die Zusammenarbeit. Und ja, weil ich einfach, sag mal, die Faktoren dann auch gefühlt und auch gespürt habe, die uns mir und Clemens dann auch wichtig waren, auf der Position, geht natürlich zum einen um die Fachlichkeit von Julian, die, ich glaube, das darf ich sagen, eine besondere ist, aber auch die Persönlichkeit des Cheftrainers, super wichtig für so ein Innenleben im Verein. Ein guter Kommunikator, kann Jungs mit auf die Reise nehmen, glaube ich, nahbar und dennoch entscheidungsstark und weiß, was er will und auch sehr klar in seinem Handeln. Und natürlich kennt die Leitplanken des Vereins, wird gut zu unserem Weg passen, wird natürlich seine eigenen Vorstellungen haben oder hat sie, wird Dinge aufbrechen, wird Dinge verändern und trotzdem sozusagen innerhalb der Leitplanken unseres Vereins dann auch werden wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und von dem her haben wir uns mit großer Überzeugung dann für diesen Schritt entschieden und sind froh, dass wir heute hier in der Konstellation da sitzen. Es hat sich in den letzten Jahren öfter gezeigt, dass es von Vorteil sein kann, wenn der Cheftrainer altersmäßig gar nicht so weit weg ist von der Mannschaft, auch jetzt aktuell Nationalmannschaft, kann man sehen. Du hast jetzt sogar noch mit einigen aus der Mannschaft zusammengespielt. Wie kam denn das bei den alten Haudegen von dir an, dass du jetzt plötzlich vom Mitarbeiter zum Chef wirst quasi? Ja. Wie war die Reaktion? Ja, in der Tat sind es ja nicht wenig, sondern es sind ja echt einige, mit denen ich zusammenspielen durfte. Ja, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ich mache mir da relativ wenig Gedanken drüber. Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Jungs und ich glaube, der entscheidende Punkt ist eben auch, switchen zu können. Und das war aber auch schon als Kapitän der Fall, ja, dass ich auf der einen Seite diese Nähe leben kann und die Jungs in den Arm nehmen kann, dann aber auch wieder im nächsten Moment sehr deutlich werden kann. Und ja, von daher glaube ich, kann man das ganz gut vergleichen auch mit der Kapitänsrolle, so wird es jetzt auch der Fall sein. Ja. Ich bin da auch in diesem Punkt sehr beruhigt, weil ich da einfach mich auf mich auch selber verlassen kann, dass ich mir da keine großen Gedanken machen muss oder dass ich mich auch nicht verstellen muss, sondern ja, ich kann da so sein, wie ich bin. Und deshalb wird es Nähe sein, aber dann auf der anderen Seite eben auch absolute Klarheit. Ja. Aber es gab schon wahrscheinlich ein paar WhatsAppen und Anrufe, oder? Ja, natürlich gab es ein paar Nachrichten und natürlich gab es auch ein paar witzige Anekdoten. Und wir hatten vorhin auch über Du und Sie und da haben sie angefangen zu siezen. Ja, natürlich war da der Spaß dabei und der darf auch sein, der ist auch wichtig. Und das Wichtige ist einfach, dass auch die Jungs ein Gefühl dafür haben und da brauche ich nichts erklären, in welchem Moment eben der Schuh sie auf beiseite geschoben wird und dann eben wieder der Trainer dann im Vordergrund ist. Und da sind die Jungs auch erfahren genug und brauche ich gar nicht irgendwie groß an irgendwelche Regeln aussprechen. Ja.